Ein gruseliges altes Haus, verborgene Geheimnisse und ein Paar, das auf etwas stößt, das kein Mensch jemals sehen sollte. Welche schaurige Entdeckung wartet in diesem verlassenen Gebäude? Mach dich bereit für ein aufregendes Abenteuer, das dich schockieren wird. Sarah hielt ihr Auto am Ende einer langen, überwucherten Auffahrt. Sie schaltete den Motor aus und sah ihren Mann Mike an. »Bist du wirklich sicher?«, fragte Sarah nervös. Mike grinste, seine blauen Augen leuchteten. »Komm schon, Sarah, das ist der Traum eines jeden Entdeckers.« Sarah seufzte. Mike, ein beliebter Online-Fotograf, und seine Frau Sarah hatten schon viele verlassene Gebäude besucht. Aber irgendetwas an diesem Haus machte sie unruhig. Vielleicht waren es die Geschichten über das Haus, das jahrzehntelang verlassen war. »Na gut«, sagte sie und griff nach ihrem Rucksack. Sie stiegen aus dem Auto und blickten zum alten Blackwood Manor auf. Das viktorianische Haus sah geheimnisvoll aus. Die Fenster waren dunkel und schmutzig und Ranken krochen an den verwitterten Wänden empor. Das Dach war marode und das ganze Haus strahlte ein Gefühl aus, das schrie »Bleib weg!« Als sie auf das Haus zugingen, blies eine Windböe ein Stück Papier gegen Sarahs Bein. Sie bückte sich, hob es auf und las es mit großen Augen. »Mike, das musst du dir ansehen!« Mike kam im Laufschritt herüber und schaute über ihre Schulter. Es war ein alter Zeitungsausschnitt vom Juli 1985 mit einer fetten Schlagzeile. »Familie aus der Nähe verschwindet spurlos. Fremdeinwirken vermutet.« Unter der Überschrift befand sich ein Familienfoto. Ein Mann, eine Frau und ein junges Mädchen. Die Bildunterschrift lautete: Die Familie Blackwood, zuletzt gesehen am 15. Juni 1985. Oh mein Gott. Sarah, wir stehen vielleicht an einem Ort, an dem ein ungelöstes Verbrechen stattgefunden hat. Sarahs Instinkt sagte ihr, dass sie gehen sollten, aber irgendetwas hielt sie fest. Wir sollten nicht hier sein, sagte sie, aber ihre Füße trugen sie trotzdem näher zum Haus. Aber wir können jetzt nicht einfach weggehen, oder? Mike schüttelte den Kopf und hielt bereits seine Kamera. Nein, können wir nicht. Vielleicht sind wir diejenigen, die aufdecken sollen, was wirklich passiert ist. Mit klopfendem Herzen gingen sie zur Eingangstür von Blackwood Manor. Sarah zögerte einen Moment, dann holte sie tief Luft, warf Mike einen nervösen Blick zu und öffnete langsam die Tür. Im Inneren wurden sie von muffiger Luft und Verwesungsgeruch begrüßt. Sarah schaltete ihre Taschenlampe ein, deren Lichtstrahl die Dunkelheit durchbrach und eine verstaubte große Treppe zum Vorschein brachte. »Es ist, als würde man eine Zeitkapsel betreten«, sagte Mike leise und hob seine Kamera, um Fotos von dem unheimlichen alten Herrenhaus zu machen. Vorsichtig erkundeten sie das Erdgeschoss. In der Spüle der Küche stand schmutziges Geschirr und der Kalender an der Wand war im Juni 1985 stehen geblieben. »Schau dir das an«, sagte Sarah und leuchtete mit ihrer Taschenlampe auf ein Arbeitszimmer voller Bücher. Auf einem großen Schreibtisch lagen überall Papiere verstreut, einige davon waren vergilbt. »Es ist, als wären sie einfach verschwunden«, Mike nickte. »Was auch immer hier passiert ist, das ist schnell passiert.« Je mehr sie erkundeten, desto unbehaglicher fühlten sie sich. Jedes Knarren der Dielen und jeder Schatten schien etwas zu verbergen. Aber sie gingen weiter. Sie fanden Schlafzimmer, die unberührt geblieben waren. In einem Raum, der wie ein Kinderzimmer aussah, waren Spielsachen ordentlich aufgereiht und ein Mobile hing still über einem leeren Kinderbett. »Das muss das Zimmer der Tochter gewesen sein«, flüsterte Sarah traurig. Mike nickte und machte Fotos. »Ich frage mich, was mit ihnen passiert ist.« Plötzlich schlug eine Windböe eine Tür hinter ihnen zu, sodass Sarah aufschrie. Mike ließ fast seine Kamera fallen. »Das war nur der Wind«, sagte er, obwohl seine Stimme zitterte. Sie betraten das Hauptschlafzimmer, wo alles anders war. Der Raum war unordentlich, die Matratze war umgekippt und zerbrochene Bilderrahmen lagen auf dem Boden. »Mike, lass uns gehen. Hier ist etwas Schlimmes passiert.« Aber Mike hörte nicht zu. Sein Licht fiel auf etwas unter der Matratze. »Warte«, murmelte er und zog ein staubiges, in Leder gebundenes Buch heraus. »Das ist ein Tagebuch.« Als er die Seiten durchblätterte, weiteten sich seine Augen. »Sarah, das musst du dir ansehen.« Trotz ihrer Angst trat Sarah näher heran. Das Tagebuch gehörte Edward Blackwood, dem Vater der vermissten Familie. Er schrieb über einen großen Schatz und ein Geheimnis, das er bewahrt hatte. Der letzte Eintrag vom 15. Juni 1985 war erschreckend. »Ich kann nicht mehr. Das Geheimnis muss geschützt werden. Ich habe alles im Schutzraum versteckt. Möge Gott mir vergeben.« Der Eintrag endete abrupt, die Tinte lief aus. »Oh mein Gott, welcher Schatz und welcher Schutzraum?« Bevor Mike antworten konnte, hörten sie einen lauten Knall aus dem Wohnzimmer. Sie erstarrten. »Was war das?« flüsterte Sarah und packte Mike am Arm.
Wahrscheinlich nur das Haus, sagte Mike, obwohl er sich nicht sicher zu sein schien. Ein weiterer Knall, diesmal lauter, gefolgt von etwas, das sich wie Schritte anhörte. Mike, wir müssen gehen. Sofort, sagte Sarah und ihre Augen füllten sich mit Angst. Mike zögerte, seine Augen suchten den Raum ab. Plötzlich bemerkte er etwas Seltsames an den Dielen in der Nähe des Bettes. Warte, schau dir das an. Mike kniete sich hin. Widerwillig schloss sich Sarah ihm an und leuchtete mit ihrer Taschenlampe auf eine kleine Lücke zwischen zwei Dielen. Mike hob sie vorsichtig an und enthüllte ein verstecktes Fach darunter. Was ist das? Sarahs Angst wurde für einen Moment von Neugierde verdrängt. Mike zog ein gefaltetes Stück Papier heraus. Das ist eine Karte des Hauses. Und schau, da ist etwas im Keller markiert. SR. Sarah runzelte die Stirn. SR? Was bedeutet das? Mikes Gesicht hellte sich auf. Schutzraum. Im Tagebuch wurde ein Schutzraum erwähnt, erinnerst du dich? Das muss er sein. Wenn es ihn gibt, dann im Keller. Wir könnten herausfinden, was passiert ist. Bist du verrückt geworden? Rief Sarah. Wir müssen sofort verschwinden. Nur ein kurzer Blick. 5 Minuten und dann sind wir weg. Sarah wollte Mike am liebsten herauszerren, aber sie wusste, dass er nicht locker lassen würde. Na gut, sagte sie. Aber wenn irgendetwas schief geht, das wird es nicht, versprach Mike, obwohl er nicht sehr zuversichtlich klang. Sie gingen hinunter in den Keller, wo sie eine schwere Tür fanden, die fehl am Platz wirkte. Mike öffnete sie und sie stiegen in die Dunkelheit hinab. Was sie unten vorfanden, verschlug ihnen den Atem. Kein Mensch sollte das sehen. Anstatt des staubigen, von Spinnweben überzogenen Kellers, den sie erwartet hatten, betraten sie einen kleinen, makellos sauberen Raum. Die Wände waren mit Regalen verkleidet, die jeweils mit ordentlich sortierten Kisten und Akten gefüllt waren. Das muss der Schutzraum sein, den Blackwood erwähnt hat. Aber wo ist der Schatz? Sarah ging vorsichtig durch den Raum und ihre Taschenlampe brachte weitere Überraschungen zum Vorschein. In einer Ecke stand ein großer Safe, dessen Tür leicht geöffnet war. Mike, schau dir das an! Mit klopfenden Herzen gingen sie gemeinsam auf den Safe zu. Mike streckte eine zitternde Hand aus und öffnete die Tür vollständig. Im Inneren blieben ihnen die Münder offen stehen. Der Safe war vollgepackt mit Schmuck, goldene Halsketten, Diamantringe und bunte Edelsteine. Der Rest des Raums war mit Stapeln von altem Geld und Anleihen gefüllt. Es war ein Schatz im Wert von Millionen. Oh mein Gott, das ist unglaublich. Aber warum? Warum sollte Blackwood all das verstecken? Mike machte bereits Fotos, seine Kamera klickte schnell. Ich weiß es nicht. Aber das ist riesig, Sarah. Wir haben gerade ein Vermögen gefunden. Als sie den Inhalt des Safes durchsuchten, bemerkte Sarah einen kleinen Umschlag, der in der Ecke steckte. Sie zog ihn heraus und öffnete ihn, woraufhin eine handgeschriebene Notiz zum Vorschein kam. Mike, hör dir das an. Sarah las vor. An denjenigen, der dies findet. Ich, Edward Blackwood, habe dieses Geheimnis zu lange für mich behalten. Jedes Schmuckstück, jeder Dollar. Dieser Schatz wurde durch Handlungen erworben, die ich zutiefst bereue. Ich war jung und verzweifelt und habe schreckliche Entscheidungen getroffen. Als ich den Ernst meiner Handlungen begriff, war es zu spät, sie wieder gut zu machen. Jahrelang habe ich versucht, die Dinge wieder in Ordnung zu bringen, indem ich mein Vermögen für gute Zwecke einsetzte. Aber die Schuldgefühle haben mich aufgefressen. Da ich weiß, was ich getan habe, kann ich meiner Frau und meinem Kind nicht einmal mehr in die Augen sehen. Bitte, ich flehe euch an, gebt dieses gestohlene Vermögen an die rechtmäßigen Eigentümer zurück. Lasst meine Familie glauben, dass ich ein guter Mensch war. Lasst dies meine letzte Chance auf Erlösung sein. Möge Gott mir vergeben. Edward Blackwood. Sarahs Hände zitterten, als sie den Brief hinunterließ. Mike, wir können das nicht behalten. Wir müssen es abgeben. Mike nickte langsam. Der Glanz in seinen Augen verblasste. Du hast recht. Aber wie? Wir können nicht einfach mit gestohlenen Gütern im Wert von Millionen auf eine Polizeiwache gehen. Bevor Sarah antworten konnte, hörten sie es. Schritte, die jetzt viel näher kamen. Da kommt jemand, zischte Sarah und Panik stieg in ihr auf. Wir müssen hier raus. Mike sammelte schnell ein, was er konnte, den Brief, einige Fotos und ein paar Schmuckstücke als Beweis. Wir brauchen Beweise, flüsterte er. Wir können nicht mit leeren Händen gehen. Die Schritte kamen immer näher. Sarah suchte verzweifelt nach einem Fluchtweg. Dann entdeckte sie sie. Eine weitere Tür, die hinter einem Regal versteckt war. Da! Sie zwängten sich durch die Tür und befanden sich in einem schmalen, ansteigenden Gang, einem in das Fundament des Hauses integrierten Fluchtweg. Sie eilten weiter, die Geräusche der Verfolgung wurden leiser.
Nach einer gefühlten Ewigkeit tauchten sie durch einen versteckten Ausgang im überwucherten Garten, weit weg vom Haupthaus in das schwindende Tageslicht auf. Wortlos rannten sie zu Sarahs Auto und fuhren davon. Sarah warf einen Blick in den Rückspiegel. Für einen Moment glaubte sie, Gestalten zu sehen, die sich um das alte Haus bewegten und sie beobachteten, wie sie wegfuhren. Sie schauderte und trat fester aufs Gas. Sie fuhren schweigend kilometerweit, beide zu aufgewühlt, um zu sprechen. Schließlich brach Mike das Schweigen. Was machen wir jetzt? Sarah holte tief Luft. Wir gehen zur Polizei. Wir erzählen ihnen alles. Das Haus, den Schutzraum, den Schatz. Wir zeigen ihnen den Beweis. Das ist das Richtige. Mike nickte und hielt immer noch die Gegenstände in der Hand, die sie schnell aus dem Schutzraum geholt hatten. Du hast recht. Das ist zu groß, als dass wir es alleine bewältigen könnten. Sarah bog scharf ab, um zur Polizeistation zu fahren. Ich hoffe nur, dass sie uns glauben, flüsterte sie. Nach wenigen Minuten fuhren sie auf den Parkplatz der örtlichen Polizeistation. Einen Moment lang saßen sie im Auto und versuchten, sich zu beruhigen. Bist du bereit? Er nickte. Sein Gesicht war eine Mischung aus Aufregung und Nervosität. So bereit, wie ich es je sein werde. Lass uns das durchziehen. Sie betraten das Revier. Ein Beamter mittleren Alters am Empfang blickte neugierig auf. Kann ich Ihnen helfen? Sarah und Mike tauschten einen Blick aus, bevor Sarah das Wort ergriff. Wir müssen etwas melden. Es geht um das alte Blackwood-Haus und... Nun, es ist kompliziert. Der Beamte hob die Augenbrauen. Blackwood-Haus? Das steht seit Jahren leer. Worum geht es? Mike trat vor und legte den Umschlag und den Schmuck auf den Schreibtisch. Wir haben dort etwas gefunden. Etwas Großes. Die Augen des Polizisten weiteten sich, als er die Gegenstände sah. Er führte sie schnell in einen privaten Raum und rief den diensthabenden Detective. In den nächsten Stunden erklärten Sarah und Mike Detective Johnson einem ernst aussehenden Mann mit scharfen Augen alles. Sie beschrieben, wie sie das Haus erkundeten, den geheimen Raum fanden und was sie darin entdeckten. Während sie sprachen, wechselte Detective Johnsons Gesichtsausdruck von Zweifel zu intensivem Interesse. Als sie ihm den Brief und den Schmuck zeigten, beugte er sich mit großen Augen vor. »Das ist unglaublich«, sagte er langsam. »Wenn das, was ihr sagt, wahr ist, könnte dies einer der größten Fälle sein, die wir seit Jahren hatten.« Er stand auf. »Ich muss ein paar Anrufe tätigen. Wir werden eine viel umfangreichere Untersuchung brauchen.« Was folgte, war eine Flut von Aktivitäten. Weitere Beamte trafen ein, Aussagen wurden aufgenommen und die Beweise wurden sorgfältig protokolliert und überprüft. Sarah und Mike erzählten ihre Geschichte mehrmals, jedes Mal mit größerer Überraschung der Beamten. Als sie gehen durften, war es spät in der Nacht. Ein spezielles Team war bereits gebildet worden, um Blackwood Manor gleich am nächsten Morgen zu untersuchen. Sarah und Mike wurde für ihre Tapferkeit gedankt und sie wurden gebeten, für weitere Fragen zur Verfügung zu stehen. Als sie die Wache verließen, müde, aber erleichtert, wandte sich Sarah an Mike. »Glaubst du, wir haben das Richtige getan?« Mike nickte und legte seinen Arm um sie. »Absolut. Was auch immer als nächstes passiert, wir haben der Familie Blackwood eine Chance auf Gerechtigkeit gegeben. Und wer weiß, vielleicht haben wir dazu beigetragen, eines der größten Rätsel zu lösen, die diese Stadt je hatte.« In den darauffolgenden Tagen schockierte ihre Entdeckung die gesamte Gemeinde. Das Blackwood House wurde zum Mittelpunkt einer großen Untersuchung. Schätze wurden geborgen und es wurden Anstrengungen unternommen, sie ihren rechtmäßigen Eigentümern zurückzugeben. Die Wahrheit über Edward Blackwood wurde schließlich aufgedeckt. Er war in seiner Jugend kriminell geworden und hatte dann den Rest seines Lebens damit verbracht, dies wieder gut zu machen. Das Schicksal seiner Familie blieb ein Rätsel, aber viele hatten Theorien. Das Leben von Sarah und Mike änderte sich für immer. Einige nannten sie Helden, andere betrachteten sie mit Argwohn. Ihre Geschichte machte landesweit Schlagzeilen und brachte ihnen eine Art Ruhm ein, den sie nie wollten. Und da habt ihr es! Die Geschichte von der schrecklichen Entdeckung eines Paares in einem verlassenen Haus. Was würdet ihr tun, wenn ihr einen geheimen Keller finden würdet? Lasst es uns in den Kommentaren wissen und vergesst nicht zu liken, zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren, um weitere gruselige Geschichten zu erhalten.